mega cool. Das waren die besten Fotos ever. Du hast eigentlich deinen Job verfehlt. Dabei gewesen bin. Du hast deinen Job verfehlt. Was das Foto geopfert hat. Ich habe mich geopfert, damit ihr endlich Weicheier da weitermacht. So, was möchte ich denn? Ich will meine eigene Taschenlampe haben. Ich habe jetzt $100. Voll gut. Kaufen. Ein Kruzifix, bringt das was? Das kommt auf den Geist an, aber ich habe das mit dem Kruzifix noch nicht so ganz verstanden. Ha. Räucherstäbchen, Stativ. Ah, Mist, ich wollte... starke Taschenlampe? Audiosensor ist das... Die Frage ist gerade, was macht denn überhaupt... Ein Thermometer macht auf jeden Fall Sinn. So. Thermometer haben wir schon, oder nicht? Ja, aber das ist ja von Hami. Ich will mein eigenes Thermometer haben. Die Lara möchte mein Thermometer nicht benutzen. Richtig. Das ist vollkommen richtig. Corona. Man sollte immer seine eigenen Sachen haben. Ich kaufe ein Stativ und eine starke Taschenlampe. Wie kannst du denn schon eine starke Taschenlampe kaufen? Bist du schon auf Level 3? Achso, nee. Die kostet auch nur... Ah, nee. Ja. Ja, schön wär's gewesen. Geisterbox, aber die... Ja gut, ich glaube, das reicht. Hinzufügen. Taschenlampe. Huch. Und ein Thermometer reicht eigentlich, wenn wir das einmal dabei haben, ne? Ja, ich glaube auch. Okay. Puh, aber eine weitere Taschenlampe. Ich finde das gut, wenn wir alle Taschenlampen haben. Oh, ich glaube, Hemi darf es aussuchen. So, was haben wir denn hier? Aber jetzt kannst du sagen, du hast das Farmhaus oder was auch immer das gerade war, hast du jetzt überlebt und bestanden. Genau. Luzi, hast du das gehört? Sie hat es geschafft. Und ich saß nur einmal in der Ecke. Ich habe mir das übrigens bisher ein bisschen gruseliger eigentlich vorgestellt, aber obwohl es nicht so schlimm ist, macht das ultra viel Spaß. Dann kannst du ja gleich als nächstes die Fotos machen. Nein. Wenn du irgendwie so alleine da rumdrängelst, ne, ist das so ein bisschen mit diesem ständigen Geräusch da, aber gerade ist halt jetzt nichts furchtbar Gruseliges. Das Gruseligste an dem Level fand ich jetzt gerade, wie der komische Poltergeist mir seinen Arsch ist. Nee, Luzi, alleine würde ich das nicht tun. Ich habe gestern das Tutorial mal angemacht, damit ich gucken konnte, ob alles läuft. Ich bin nicht in das Haus gegangen. Ich stand einfach nur auf der Wiese und habe gewartet. Kann mich hier vielleicht mal jemand dran erinnern, dass ich den blöden Knopf drücken muss? Du musst den Knopf drücken. Das sieht so dämlich aus, ne? Ich fand das mit dem, das? Die Taschenlampe? Dann nehme ich jetzt mal die Kamera mit. Denk dran, wir haben wenige Fotos. Ja. Wer von euch hat jetzt noch keine Taschenlampe dabei? Ich habe die violette dabei. Du kannst aber die andere auch noch mitnehmen, damit du normales Licht hast. Da habe ich auch noch ein Buch dabei und noch zwei Taschenlampen. Ich glaube, so viel kannst du gar nicht tragen, oder? Noch drei Sachen, glaube ich. Oh, okay. Hier ist übrigens das Stativ, was Basti gekauft hat. Kannst du die Kamera da irgendwie draufpacken? Ja, kann ich, aber... Weil du kannst dann das Stativ, glaube ich, mit Kamera irgendwo hinschleppen. Boah. Tatsache. Magic. Aber das sieht trotzdem aus, als hättest du dir gerade das Rückgrat gebrochen. Hat jemand einen gekauft? Ah, okay, ich kann aber nicht wechseln. Sobald ich versuche zu wechseln, dann schmeißt das. Das heißt, wenn wir einen Raum haben, wo wir das überwachen wollen, dann können wir das da hinstellen und dann passt das.
Also, hindern Sie den Geist, Sie heimzusuchen mit einem Kruzifix. Ah, ich hätte das Kruzifix kaufen sollen. Toll. Aber nein, du wolltest ja unbedingt das Thermometer haben. Natürlich, was ich jetzt nicht mal benutze. Fotografieren Sie dreckiges Wasser in einem Waschbecken. Hört sich einfach an. Kommt drauf an, wer noch in dem Waschbecken liegt. Ja, was? Der Hausmeister meldet sich gerade wieder zu Wort. Oh, Tera! Mein Lieblingsangsthase in Action. Ja, hallo Tera und danke, danke, danke für dein Abo. Vielen, vielen Dank. Ich habe für Sie einige weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Mary Clark. Dieser Geist scheint sowohl auf Gruppen als auch auf jemanden, der allein ist, zu antworten. Sprechen Sie mit dem Namen, bla bla bla. Okay. Ich frage hier nur ungern, aber hat jemand den Schlüssel mitgenommen? Oh. Welchen Schlüssel? Ich habe mitgenommen. Ich vergesse es jedes Mal. Warum habe ich schon wieder keine Nachricht gekriegt? Weiß ich nicht. Oh, ich sollte das Ding auch anmachen, ne? Mary Clark, bist du hier? Sag mal, du willst es jetzt aber direkt wissen, oder? Hallöchen. Verrückt nach Mary? Ja, genau, verrückt nach Mary. Wenn wir jetzt gleich hier die Sulze jemand in die Haare schmiert, ne, dann höre ich auf. Oh, Hagi. Ich mach den Schrank da mal schon mal auf, falls wir uns verstecken müssen. Hier ist ein Computer. Ein Computer von Thomas Wilson, aha. Wilson! Wilson! Ja, warum macht eigentlich niemand Licht an? Weiß ich nicht. Warum ist auch im Dunkeln viel schöner? La, da, 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 da. So. Ich habe mal den Fernseher angemacht. Wir brauchen einfach ein Grundrauschen. Oh, hier geht's in den Keller. Was? Wow! Wow! Hallo! Lass dich mal alleine. Ich bin hier im Waschraum. Es ist zu und das Licht ist ausgegangen. Wo bist du? Im Waschraum neben der Küche. Hallo? Wo ist denn? Wo ist die Küche? Ich hab die Küche gefunden. Oh mein Gott. Waschraum. Lass mich hier raus. Ja. Ja, ja. Findest du nicht so gruselig. Du hast es drauf beschworen. Findest du nicht so gruselig. Ich schmeiß euch hier einfach die Kamera hin. Ihr macht das schon, ne? Oh mein Gott. Nee. Hast du denn auf deinem EMF schon mal... Es ist bis 3 gegangen. Es ist nicht so schlimm. Wo denn? Im Waschraum? Oder? In dem Waschraum hier ist das auf 3 gegangen. Aber... Vielleicht in der Garage, ne? Es ist dunkel. Ich geh mal das Licht anmachen. Ohne Säge. Super. Weiß einer, wo der Sicherungskasten ist? Ja, ich spiele gerade damit. Sehr gut. Das Licht ist schon wieder ausgegangen. An? Ich glaube, das ist Katzen. Hör doch mal auf damit! Basti, du hängst in dem Stativ. Das sieht richtig übel aus.
Ich finde aber, er kriegt super Noten für die super B-Note. Ja, ja. Hast du jetzt die Sicherung wieder ausgedreht? Katzi? Okay, sicher. Ich hab's immer wieder angemacht. Danke. Kommt jemand mit in den Keller? Da war ich gerade, ja. Da war aber nicht. Ich glaub. Katzi, ja, in den Keller! Hinterher. Nara, kommst du mit dem EMF-Ding mal mit? Ja, ist okay. Ich war da zwar gerade, aber da war nichts. Jetzt ist es hier gerade ausgegangen. Was? Ich war es nicht. Ja. Ja, hier ist gerade das Licht ausgegangen. Ja. Mary Clark, ja. Bist du hier? Komm raus, du Schlampe. Ich hab keine Lust mehr. Ach so, du hast das Radio. Okay. Gut, wenn aber das Licht ausgegangen ist und da jemand an der Sicherung rumspielt, würde ich auf die Garage tippen. Ja. Mary Clark, wo bist du? Ich habe die Kamera an. Mary Clark, kannst du uns hören? War sie das jetzt mit dem Mary Donner? Clark. Nee, ich glaube, hier ist sie nicht. Mary Clark. Nee. Wo bist du? Oh, Mary. Ah, nee, Mary. Ups. Nee, also Mary hier ist Clark, sie nicht. Mary Clark, kannst du uns hören? Vielleicht sollten wir mal kurz ins Auto gucken. Ja. Mary Clark, bist du doof? Bist du doof? Das hast du sie nicht wirklich gefragt. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. Basti ist da jetzt alleine drin, ne? Ja, es ist bei der, glaube ich, egal. Ach, uns geht's doch geistig gut. Ja, alles easy. Wir haben bisher auch noch nichts gemacht. Ich guck mal, ob mittlerweile dreckiges Wasser vorhanden ist. Dann kann ich davon wenigstens mal ein Foto machen. Komm mal mit. Du. Ich darf. Yo, Mary! Mary! Wer hängt denn bitte so seine Klamotten auf? Mary Clark, wo bist du? Hier! Wow, Eingang! Auf 5! Mary Clark, wo Eingang 5? Hier, ich hab hier mega Ausschlag. Im Schrank? Oh Gott. Mary Clark, kannst du uns hören? Ich seh halt nichts, ne? Ruhe, Hausmesse. Okay, aber EMF5 können wir ja dann schon mal einloggen. Ich bin zu doof für das für die Geisterbox. Was? Nee, die Geisterbox funktioniert ja. Hier, direkt in der Ecke. Mary hier Clark, hinter der Tür. Mary ja, hier Clark, ist es auch irgendwie kalt, glaube ich. In dem Badezimmer? Ja, in dem Badezimmer ist es kalt. Aber kein Wasser. Mary Clark, was trägst du gerade? Immer schön hier jugendfrei bleiben. Ah nee, dein Stream ist... Ist ab 18 eingestellt, ja, alles easy. Ja, solange wir keine Füße zeigen, ist alles in Ordnung. Wow! Ich hab gerade deinen Kiefer gesehen. Warte, geht es? Ja, du kannst dich da so ganz reinstellen, dann siehst du auch ein bisschen ekelig seine Augen. Ja, ich geh mal raus. Hier regnet's, das finde ich sehr beruhigend. Das ist ja schön. Also Phantom oder Banshee habe ich mit Gefriertemperaturen und Ebene 5. Okay. Phantom. Ein Phantom ist ein Geist, der von den lebenden Besitz ergreifen kann. Oh mein Gott. Meistens beschworen durch das Ouija-Board, verursacht Angst in den Menschen um ihn herum. Senkt ihren Verstand stark, wenn sie das Phantom anschauen. Fotografieren sie das Phantom, verschwindet es temporär. Hat einer von euch hier das Bild runtergeschmissen? Das liegt im da schon eine Weile. Okay. Das liegt die ganze Zeit da schon dumm herum.
Banshee ist ein Jäger und wird alles attackieren. Es ist bekannt, seine Opfer zu stalken, bis es jemanden tötet. Stärken. Eine Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Schwächen. Banshees fürchten das Kruzifix und sind weniger aggressiv in seinem Umkreis. Dann würde ich sagen Banshee, sonst hätten wir nämlich die Aufgabe mit dem Kruzifix nicht. Triggert mich auch. Wer hat denn die UV-Lampe dabei? Ich. Weil dann wären da theoretisch irgendwo Fingerabdrücke oder was. Ja, ich gucke ja schon die ganze Zeit. Vielleicht in dem Bad? Hast du da schon mal reingeguckt? Oh, ich kann nochmal gucken gehen. Ich brauche wir müssen das irgendwie triggern mit dem Wasser. Kann du die Kamera aus dem Waschraum? Aus dem Waschraum? Ich genau, hab... Lara, geh doch nochmal in den Waschraum. Nein. Ich habe da so schlechte Erfahrungen gemacht. Nee, das Problem ist, ich habe auch gar keine Hand frei. Hat irgendwer eine Hand frei? Okay, das Ganze mal. Das ist normales Wasser, was hier rauskommt. Das ist kein dreckiges Wasser. Aber da kommt Wasser raus? Ja, wenn ich das anmache, kommt da Wasser raus. Ach so, du kannst das anmachen. Ja. Wenn ich das anmache, dann kommt da Wasser raus. Oh, sie ist wieder hier hinten in der Ecke. Also ich würde ja mal sagen, das Wasser im Waschbecken ist dreckig. In der Spüle. In der Spüle? Basti, kannst du die Kamera mal da vor den Eingang von dem Bad da setzen? Ja, genau da quasi, wo du hinläufst. Dass sie da so ins Bad oder hier so in die Ecke reinguckt, irgendwie sowas. Und ich würde ja sagen, vergiss nicht sie anzumachen, aber ich weiß nicht so genau, wie die geht. Die Cam müsste an sein. Ist die automatisch? Ja, ich habe eben gerade noch ein Bild bekommen. Mary, klar, kannst du das Wasser mal dreckig machen? Wasch dir mal die Hände. Also jetzt habe ich hier auch wieder gar nichts, was ausschlägt. Ich weiß gar nicht, hört man mich überhaupt im ganz wenig. Also, ja, also wenn du jetzt hier Teamradio machst, dann hört man dich. Bei Lokal ist es ja, je weiter weg du bist, umso weniger hört man dich. Mary Clark, war das ein Zeichen von dir? Was? Der Donner. Ist sie vielleicht in irgendwelchen Schränken oder so drin? Weiß ich nicht. Da ist ein Foto von einer Katze. Oh, Katze. Katze. Aber das Bad sieht sauber aus. Da ist nichts. Ich habe hier auch null Geisteraktivität. Reizen wir die alte mal ein bisschen, ne? Mary Clark, Mary Clark, Mary Clark, Mary Clark. Mary! Mary! Tür ist zugegangen. Heilige Scheiße, Foto! Oh, da ist jemand. Ich brauche ein Foto. Wo? Uff, genau vor dir. Mach mal die Tür auf. Huch. Welche Tür? Ja, genau da. Hier im Flur. Die stand genau hier. Okay, ich hab gedacht, das ist eine gute Idee, mich zu verstecken. Dann ist mir eingefallen, ihr guckt ja alle meinen Stream, also hätte ich keinen von euch erschrecken können.
Ich bin irgendwie bei Banshee. Mary Clark. Wow, Badezimmer! Ja, oh, ich will raus! Wenn die im Hand ist, kriegst du die Tür nicht auf. Das war das Problem in dem Bauernhaus, was Luzi und ich hatten, diese Türen. Wer hat die Kamera? Ich hab die Kamera. Ich stehe hier bei Katzi im Badezimmer und wurde gerade eingeschlossen. Eingeschlossen? Ja, man erschreckt sich halt. Und ich hab sie gehört. Ich glaube, sie ist durch mich durchgegangen. Kann nicht sein, sie hat davor gestanden. Also sie hat einen klassischen, von Zelda einen klassischen Giga-Kopfsammler dabei, kann ich dir sagen. Aha. Und sie hat komisch ausgeatmet, das weiß ich. Basti, es tut mir leid, ich guck dir gerade ein bisschen auf den Arsch. Er hat sich da vor mich gestellt, ich saß schon in der Hocke, was soll ich denn tun? Guck jetzt durch die Stürze, ist das besser? Das gibt's doch gar nicht, so groß ist das Haus doch nicht. Hast du eine schöne Aussicht, Hami? Soll ich dich fragen? Geht so. Geht so. Basti, das würde ich jetzt aber persönlich nehmen. Ja, ich habe halt durch die durchgeguckt. Achso, okay, das war nur ein Blitz. Jetzt stelle ich irgendwelche Türen auf. Okay, also wenn die Tür wieder aufgeht, ist er nicht mehr auf der Jagd. Okay. Glaub ich. Mary Clark. Vielleicht ist sie jetzt im Keller. Ich gucke immer noch wegen dem dreckigen Wasser, ne? Mary Clark, kannst du uns hören? Also Lara, deine Sanity ist am tiefsten. Echt? Ja, wahrscheinlich, weil sie gerade durch mich durchgerannt ist. Vermutlich. Katzi, Basti und ich geben uns nicht so viel. Mary Clark. Aktivität 9. 9. Mary Clark. Bleibt auf 7. 9. Da hinten ist sie. Nein, ach schade. Hallo. 9. Also Hami trinken. Jetzt auf 5. Ja, ich habe getrunken. Ich trinke die ganze Zeit. Ich habe eben schon gesagt, ihr müsst gerade warten, ich muss was trinken. Das ist sehr gut. Ich würde halt gerne ein Foto machen. Also wir sind es flackert. Mary Clark. Aber hier hat es gerade geflackert. Mary Clark. Mary, hast du einen Sprung in der Platte, Basti? Ja, habe ich. Das ist gut. Ich wollte nur sicher gehen. Warum gibt's denn hier kein dreckiges Wasser? Licht ist aus. Also im Moment sind wir wieder bei Null Aktivität irgendwie. Gib uns ein Zeichen. Oh, meine Lampe flackert. Ja, die ist immer hier in der Ecke vom Badezimmer. Ich habe sie schon wieder gehört. 3, 2, 1 bei mir. Los, hopp, hopp. Die klingt aber komisch. Und tot. Hab da wenigstens Foto. Ja, ich hab dich fotografiert, wie sie dich im Würgegriff hatte. Danke. Aufgabe ist erledigt, danke. Mit dem Foto? Mit dem Foto ist erledigt? Nehmen wir bitte die Sachen mit. Ja, ich muss eben nur kurz die Sachen wegtun, weil ich habe keinen Platz frei. Ah ja, okay. Immer schön den Van schmeißen. Bitte plündert noch meine Leiche. Ja. Ja, sonst kannst du deinen Kram nicht weg. Aber das ist praktisch, dass sich Katzi einfach opfert und wir dann das Foto etc. machen können. Ja, ist doch eine klasse Taktik. Jetzt gerade auch gehört, ne? Was? Ich kann die Taschenlampe nicht aufheben. Ja, weil du schon eine hast. Ah, muss ich jetzt die Taschenlampe auf gerade.
Jetzt muss ich die Taschenlampe wegtun, um die andere Taschenlampe wieder einzusammeln? Ja. Wie bescheuert. Oder du behältst sie kurz in der Hand und ich gehe sie sammeln und schmeiß meine gerade hier weg. Ich mach das schon. Wo hast du denn deine jetzt hingeschmissen, in Van? Ja. Okay. Hab sie. Okay. Haben wir alles? Jo. Was müssen wir jetzt? Banshee? Ich hätte es gesagt, Banshee. Also ich bin tatsächlich auch bei Banshee. Weil wir haben ja das eckige Wasser nicht. Wollt ihr dafür nochmal reingehen? Nein. Nein. Was hatten wir denn jetzt? Wir hatten EMF 5, wir hatten Gefriertemperatur. Ist ein Jäger und wird alles attackieren. Bekannt, Opfer zu stalken, bis es jemand tötet. Banshee wird jeweils nur eine Person jagen. Das passt halt alles irgendwie, ne? Ja, weil ich stand ja direkt daneben und sie ist halt nur auf Katze gegangen. Ja, vielleicht kann sie nicht zwei auf einmal umbringen. Die Sache ist halt die, also ich würde jetzt halt sagen... Das war auf jeden Fall weiblich. Ja. Ja, das, also... Mit schmutzigen Händen. Hat sie halt jetzt irgendwie jedes Mal erwischt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nur Katze gestalkt hat. Also. Ich verstehe dich überhaupt nicht. Zeichnet sich ein leichtes Muster ab. Also vielleicht sollte ich mehr an das Mikro ran oder so. Oh, Luzi, vielen, vielen Dank für dein Follow. Dankeschön. Das liegt vielleicht... Hörst du mich jetzt besser? Ja, jetzt geht's besser. Ja, das liegt daran, dass ich dann halt etwas weiter weg bin. Ja, du stehst direkt vor mir. Okay, also. Alle haben Banshee eingeloggt, richtig? Ja. Jo. Tschüss. War nett. Ah. Ich stelle gerade fest, dass ich meine Uhr gar nicht angemacht habe.